Das war unsere Nummer 1. Kenan, muhen Sie durch. Aus dem Spiel die 24 Noah Krieger und für den nächsten Spiel die 3 Boris Nzusi. Oh!
Die Fürther Sportarena aus Bingsbachstein präsentiert Ihnen die heutige Zuschauerzahl. Der FCN bedankt sich heute bei 324 Besuchern in der kleinen Arena. Herzlichen Dank dafür. War für die Zuschauer ein ganz interessantes Spiel. Ging auf beiden Seiten hin und her. Ich glaube, dass wir die Anfangsphase nach dem Tor ganz gut überstanden haben. Haben Druck gemacht, waren gefährlich, haben uns dann wieder ein wenig zurückgezogen. Die Spielphase, da war dann wieder vor der Halbzeit Netting wieder besser. Dann ist Netting besser aus der Halbzeit gekommen. Mitte der zweiten Halbzeit waren wir wieder besser. Wo ich sagen muss, da musste dann auch ein Tor fallen. Aber dann zum Schluss hin war Netting dann schon wieder drückend. Und es war so ein typisches Top-Spiel, sage ich jetzt mal, wo beide Mannschaften einfach Ballbesitzphasen hatten. Und im Endeffekt kriegen wir zu einfache Tore. Und Nötting hat es einfach dann auch gut gemacht und hat es dann auch verdient. Michael, 2:1 Sieg. Hast du immer dran geglaubt? Natürlich, man muss bis zum Schluss dran glauben. So wie wir gegen Mutschelbach zum Schluss der Tor kriegen, haben wir es heute mal für uns entschieden. Und was das Schöne ist, wir haben ja gestern nochmal speziell Standards geübt. Und genau durch zwei Standards hast du das Spiel entschieden. Enge Spiele werden oft durch Standards entschieden. Und das hat die Mannschaft klasse gemacht bis zum Schluss. Der Eckball nochmal von Niklas, genau wie man es wollte. Kopf und Pfosten verlängert hinter Granitz. Und Nico haben wir gestern auch nochmal den Niklas zum Freistoß gebeten, dass sie Sicherheit kriegen. Toll. Dafür freue ich mich, dass die Jungs das dann heute in einem engen Spiel dann geschafft haben. Aber erste Halbzeit, müssen wir zugeben, hatten wir auch öfter mal Glück. Da hat Hollenbach hat da schon Chancen gehabt. Also eins ist klar, Hollenbach ist Sechster und kommt hier mit einer breiten Brust hier. Die haben 2:0 da gewonnen und das ist eine sehr, sehr kompakte Mannschaft. Und natürlich in der Luft auch mit Vorteile. Und das hat man ja bei dem Eckball gesehen, der war sehr gut gedreht und fast nicht zu verteidigen. Ja. Und ja, also es war ein enges Spiel und ich habe das gerade in der Kabine in der Halbzeit. Wir müssen jetzt einfach ein Stück weit die Kette rausschieben, ein bisschen mehr Druck aufbauen. Das haben wir dann gemacht in der zweiten Halbzeit.
10 Minuten waren wir super im Spiel, ein bisschen Pech. Dann aber auch wieder Glück auf der anderen Seite. Und zum Schluss haben wir es uns erarbeitet, glaube ich, den Sieg.